Café de Louvre werden wir jetzt uns kaufen und schön renovieren, denn ja, willkommen bei Assassin's Creed Unity wieder zurück. Unserem netten kleinen LP mit mir, dem Sepp. Und wir haben ein neues, hübsches, kleines Café, was wir unser eigen nennen dürfen. Ja, leider können wir hier unser Geld nicht abholen, das ist relativ schade. Ich habe aber gerade noch gesehen. Ja, neben diesen zwei Bobbys, die mir an die Wäsche wollen. Weil ich so hammer cool bin und nicht diesen kleinen Vorsprung hochklettern kann. Dass hier vorne noch ein Aussichtspunkt ist, den wir noch nicht haben. Deshalb werden wir uns hier mal an der Kirche hoch begeben. Oh, Stufe 5 Kapitel ist das hier. Uiuiui. Ganz schön starker Tobak, der hier schon auf uns wartet. Und ich glaube, wir sollten an sich... Nein, nicht unbedingt gerade ersetzen. Das ist okay. Ach, das sind die Nostradamus-Rätsel, okay. Ja, das machen wir dann später, wenn wir hier mal weitergekommen sind, mal durchgekommen sind. Fangen wir auch mal an mit dem guten alten Nostradamus. Aber erstmal hier den Aussichtspunkt genießen und erklimmen. Hey, du bist doch gerade hier vorne weggeflogen. Nee. Ach, da bist du weggeflogen. Ja, sag das doch. Und synchronisieren unseren schönen Punkt. Ja, wir sollten uns gleich noch mal ein paar Tränke holen, weil das hat ja nicht so ganz so hingehauen. Mit nur keinem Trank da reinzugehen oder nur einem. Da sollte man doch jetzt mittlerweile auch mal ein bisschen investieren und sich Tränke kaufen, auch wenn die gar nicht so günstig sind. Und eigentlich sowieso jeder Arsch den droppt, aber... Da ist jetzt ein Heuhaufen, war da nicht noch einer? Egal. So. Wo ist denn A ein Händler und B unsere Mission? Wo ist denn unsere Mission jetzt hier weiter? Mission. Ist wieder voll Bananen oder was? Wir müssen wieder in unser Hauptquartier oder was? Nee. Also entweder bin ich völlig Banane mal wieder oder aber wir haben gerade nur irgendwelche komischen Missionen hier gerade aufploppen. Oder aber, was ist das hier? Hier leuchtet das schön bunt. Hotel de Ville. Status besetzt, das ist auch schön. Also hier schon von uns erobert. Aber wit? Wo ist denn jetzt die Mission? Ist wieder voll einer an der Waffel oder was? Keine Ahnung. Wir gucken uns erstmal hier die rote Truhe an. Das finde ich viel spannender als jetzt die doofe Hauptmission. Aber ich habe doch hier ein Ausrufezeichen auf der Karte. Warum sehe ich das denn nicht? Ist ja eigenartig. Aber schön, dass hier wieder eine Truhe oben drauf steht. Das sind mir doch die Liebsten. Da brauche ich nicht irgendwie rein. Mit irgendwelchen Deppen da mich rumkloppen. Ja, und... Ach, Stufe 3. Aber das ist ja alles machbar. Wir haben ja mittlerweile 11 Punkte. Das heißt, wir können uns hier Stufe 3 mit knackigen 9 Punkten als Schlosserknacker leisten und jetzt hier auch diese Truhe versuchen zu bekommen. Dafür müssen wir, glaube ich, auch nochmal neu ran. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass es Stufe 3 besser wird. Jawohl, das ist doch machbar so. Auch wenn da trotzdem gar nicht so ohne ist für mich. Oh, da war schlecht. Da war schlecht. Oh Mann, ich bin aber viel zu spät. Mann. Ja, da war der zweite und der dritte. Bam, unsere erste große Truhe hier. Da muss jetzt aber auch richtig dick was drin sein. 5000 fucking Franken. Alter Vater. Das ist ziemlich heftig. Genial. Da freut mich. Da freut mich. Da vorne ist das Ausrufezeichen. Wieso wird das denn hier nicht... Hab ich echt so verplant? Hab das nicht gesehen? Das tut mir schrecklich leid, Leute. Wahrscheinlich alle so... Depp da vorne! Rechts, links, nein! Ja, sorry. Habe ich nicht gesehen.
Oder wurde nicht angezeigt? Ich glaube, ich habe es eher nicht gesehen, als dass es nicht angezeigt wurde. Aber irgendwie habe ich gedacht, das wäre irgendwo weiter weg. Nicht so hier direkt in nächster Nähe. Sag mir, wen du bist. Ja, dann komm runter. Geh halt. Egal. Laufe halt den normalen Weg. Heie, schon wieder eine blaue Kiste. Ich konnte mich ja noch nicht überwinden, hier die tolle Assassin's Creed Unity App runterzuladen. War noch nicht so meins. Die ist auch echt riesig, habe ich gesehen. Und Spaß so viel. Da muss ich jetzt mal für die ganzen Frag-Pizmi-Videos löschen, damit ich die überhaupt draufkriege auf mein Handy. Aber ich habe ja nur das kleine iPhone, nicht das riesige. Im Nachhinein sehr schade. Und ich finde auch sehr schade, dass beim iPhone das nicht nachrüstbar ist. Mit dem Speicher. Ist ja doch relativ schnell voll ist, ne? Ich hab dich schon erwartet und ich bin nicht allein. Die Gauner töten, Mensch! Und zack, haben wir dann auch schon erledigt. Schnell und knackig, hier noch eine Nebenmission. Vielleicht hat ja einer der Gauner für mich ein bisschen Medizin dabei. Auch Bomben. Auch nicht schlecht. Die haben wir in der letzten Mission dann doch zum Fliehen verhäuft gebraucht. Und noch mehr Rauchbomben. Schade. Die hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber gut. Wollen wir mal weiter zur Mission? Oder haben wir zufällig, wir haben auch gar keinen Händler hier in der Nähe. Doch, da vorne hätten wir einen. Sollen wir uns den noch holen? Sollen wir uns noch ein paar Tränke holen? Wie heißt denn der Auftrag? Die Hinrichtung! Oh, oh, oh! Die Hinrichtung von Ludwig, dem 16. dürfen wir uns angucken. Aber... haben wir jetzt einen Trank oder gar keinen? Einen haben wir. Kommt Leute, wir gehen uns noch eben den Trank holen. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen Schiss. Ohne Spaß, das ist mir alles ein bisschen zu schissig. Gut, wir können ja den hier noch abmurksen. Und den noch abmurksen. Ach scheiße, der steht für Stufe 3. Der macht das mir dann nicht ganz so einfach. Ja, lass den Wasser bluten, das stimmt. Au. Da müssen wir schon direkt den ersten Trank einsetzen, weil wir einmal getroffen wurden. Alter, und dann kommt er von hinten angenudelt. Jawohl. Der nächste. Der mir hier auf den Zwirn geht. Gut, dass wir noch einen Trank holen gehen wollten. Wenn das nämlich jetzt hier vorhin passiert wäre in der Mission, wären wir schon schnell am Ende gewesen. Und das ist ja schlecht. Unvorbereitet in der Mission sollte man sowieso nicht gehen. Yay, 2 Medizin haben wir gekriegt. Das hat sich dann doch irgendwie gelohnt. Und wenn der jetzt noch Medizin dabei gehabt hätte, schade hat er nicht. Doch ein Medizin, jawohl, dann brauchen wir doch gar nicht schon mal kaufen gehen. Dann sind die doch hier richtig Pipi Lotta. Mensch, mit 2 und Stufe 3 kriegen wir dann auch die 1000 Franken relativ schnell hier, 1500 sogar, auf unser Konto. Das ist doch schön. Und ja, können dann auch direkt die Mission starten, weil wir haben ja 3 Tränke, das sollte wohl reichen. Gut, dass wir noch die Mission hier doch ein bisschen mehr mit Leben anfangen. Können mir durchaus vorstellen, dass das gar nicht so schlecht ist. Aber erstmal gucken, ob der Großmeister bei der Hinrichtung mit dabei ist. Bist du sicher, dass Gemma kommen wird? Ja, ganz sicher. Worauf warten wir dann noch? Trennen wir echt mal, worauf dann warten sind wir auch schneller. Achso, wenn wir alleine laufen, dann sind wir schneller. Weil sie so langsam ist oder weil ich so langsam bin? Ich glaube eher, weil ich so langsam bin. Achso, oh, oder direkt da. Auch nicht schlecht. Da ist der gute König. Bringt den Verurteilten vor. Da ist eine andere Kutsche und ein Loch. Da ist noch ein Loch. Also es gibt ein paar Tunnel. Und ein paar Tauben. Jamais eliminieren. Mensch, wenn das so einfach wäre. Fundstücke gibt es 2, Verstecke gibt es 8 und 53 Wachen. Das Gebiet erkunden und natürlich
weiter für Gelegenheiten sorgen, dass wir Germain hier bekommen. Getötete Schützen, okay. Wo sind denn hier noch Schützen? Okay, gehen wir einfach mal voran. Hier in unseren kleinen Heuhaufen und direkt wieder hoch auf die Leinen. Weil das fand ich jetzt gar nicht mal so unattraktiv, dass hier vorne ein Turm ist mit diesem einen Schützen schon mal. Den könnte ich mir dann doch direkt für eine volle Synchronität zu Gemüte führen. Zack! Das erste Luftattentat und ja, weiter geht's. Ah, den kann man noch plündern. Juckt ja auch keiner, dass ich hier oben dann irgendwie auf so einer Leine rumlaufe. Nehmen wir noch die andere Richtung. Hab ich gerade gesehen, hier geht ja weiter nach hinten. Adlerauge brauchen wir jetzt nicht unbedingt aktivieren. Denke ich. Ja, wir werden das ja wohl jetzt hier hinbekommen, dass wir hier rübergelaufen kommen. Aber die eine Wache, die da gerade hinläuft, die tut dann doch nicht so gut. Ist wahrscheinlich besser, wenn er in die andere Richtung läuft. Ah, da vorne ist ja der Zugang. Da ist der Zugang. Da können wir hier noch. Du darfst ruhig schon weiter auf dem Seil laufen. Gut, dass ich nicht wie ein Bekloppter wieder hier X drücke. Vorne ist noch ein weiterer. Okay. Warum auch immer. Ach, da hinten ist der andere. Okay. Wie machen wir das denn jetzt? Können wir hier runter? Ach, da unten gibt es noch eine Truhe. Schön. Warum auch nicht? Können ja relativ gut einfach mal so durch die Massen Richtung der nächsten Fahne. Weil das Ganze wurde hier irgendwie unterbrochen. Aber wir können ja hier weiter hoch und den zweiten Schützen erstmal ausfindig machen und töten. Ich denke nämlich, das wirkt sich gar nicht so verkehrt auf unsere Synchronität aus. Wenn wir hier die beiden Schützen schon mal weg haben. Und die Schützen, die gehen mir dann im Nachhinein nicht auf den Keks. Hat natürlich noch ein bisschen. Alter, was war das denn? Hört sich gerade so an, als wenn hier in Köln gerade einer mit einer dicken Kanone rumgeballert hätte. Da haben wir ihn doch. Den guten alten Germain. Den habe ich doch gefunden, oder nicht? Okay, anscheinend zählt der nicht, oder was? Hier vorne sind zwei Wachen. Okay. Gehen wir erstmal hier vorne hin. Die zwei Wachen stören natürlich. Aber wir jumpen erstmal in die Menschenmenge rein. Und schalten natürlich die beiden Wachen mit einem Doppelattentat aus. Und können uns dann an Germain ein bisschen ranpirschen. So, wenn das jetzt die beiden einzigen Wachen sind, geht das Ganze ja noch. Vorne sind auch noch zwei. Aber das geht ja voll klar hier. Jetzt wollte ich zwar die beiden gerade noch umbringen, aber ich darf hier nicht. Ich darf hier nicht. Oh. Und ich werde auch schon erwartet. Monsieur Germain. Wie passend, euch bei der Wiedergeburt des Templerordens zu treffen. Immerhin wart ihr auch beim ersten Schritt dabei. Cool, er hat unterschiedliche farbige Augen. Ich wollte, dass er versteht. Der Orden war korrupt geworden. Klammerte sich nur noch an Macht und Privilegien. Doch ihr habt das korrigiert, oder nicht? Durch den Tod des Mannes an der Spitze. Der Lassers Tod war nur der erste Schritt. Nun folgt das Meisterstück.
den König zu stürzen. Ich sterbe unschuldig. Meine Herren, ich bin an allem unschuldig, dessen man mich beschuldigt. Ich wünschte, dass mein Blut das Glück der Franzosen zementieren würde. Der König ist nur ein Symbol. Ein Symbol kann Angst schüren. Und Angst sorgt für Gehorsam. Doch irgendwann verliert der Mensch die Furcht vor Symbolen, die er sieht. Für diese Wahrheit ist der Mollet gestorben. Der göttliche Anspruch von Königin ist nicht mehr als der Glanz von Gold in der Sonne. Wenn die Krone und die Kirche im Staube liegen, werden wir, die das Gold haben, die Zukunft formen. Ui! Ach, ist das schick. Nun entschuldigt mich. Einen schönen Tag noch. Bitte dich. Das sieht nicht gut aus für mich. Los! Ein guter Auftritt. Was machst du? Lauf ihm nach! Ich lasse dich nicht hier sterben. Echt mal, wir lassen sie hier nicht sterben. Das geht ja nicht. Gebet nicht. Hol dir sie mal. Au. Nee. Nee, nee, gib es nicht. Gut, dass Elise noch gar keinen Schaden gekriegt hat. Den haben wir. Und den letzten noch. Oh, betäubte Gegner hätten wir auch noch haben können. Ja, Elise läuft erstmal genauso wie ich. So schön gegen die Straßenlaternen. Mensch, wir passen so gut zusammen. Aber irgendwie ist sie echt ein bisschen langsam. Okay. Komm noch mehr! Bleib stehen! Zack! Können wir den einfach attackieren? Zack! Oh, jetzt wollen aber alle meine tot. Au. Gut, dass wir noch Zeit gesehen haben. Das ist es nicht wert hier! Was geht denn jetzt ab? Hier, Mensch. Du Arsch. Gegen so viele wer kämpft denn jetzt ja alles? Wo ist die her? Das ist aber nicht Elise. Elise, warte! Bam! Den nächsten. So, dann einfach hinterher. Wenn die wegrennt, gut, dann können wir das auch. Aua! Aber wir werden abgeknallt. Finde ich nicht gut. Zack, Doppelattentat. Sehr schön. Au, aber schon wieder. Schon wieder beschossen. Alter. Oh, das ist doch nicht dein Ernst, Elise. Alter Vater, wie viele das sind. Gut, dass die weiter rennt. Oh Mensch, wo kommen die denn alle her? Und die bleibt einfach mal stehen, kloppt sich da ein bisschen und dann hauen wir wieder ab ganz schnell. Er muss zu Fuß unterwegs sein. Elise! Ach, das war sein Wegelchen. Ja gut, dann wollen wir mal weiter hinterher. Aber viele Tränke haben wir nicht mehr. Er ist weg. Verdammt. Unsere einzige Chance. Es ist nicht vorbei. Wir finden eine neue Spur. Wohl kaum. Glaubst du, er wird so leichtsinnig sein, wenn er weiß, dass wir ihn jagen? Du hattest die einmalige Gelegenheit, sein Leben zu beenden und du hast sie nicht ergriffen. Um dich zu retten. Dazu hattest du kein Recht. Was sagst du da? Ich würde alles riskieren, um Germain zu töten. Wenn du nicht Manns genug für Rache bist... brauche ich deine Hilfe nicht. Elise. Elise. Oh, oh, oh. Das hörte sich aber gar nicht so nett an. Haben wir hier nach einer Woche Beziehung schon direkt Schluss gemacht, oder was? Betäubte Gegner haben wir leider nicht geschafft. War jetzt auch gar nicht so mein Fokus. Ich glaube, dafür hatte ich auch ein bisschen wenig Leben und ein bisschen wenig Übersicht und auch nicht die Muße. Aber an sich fand ich die Mission ganz cool. Können wir auch mal 4 Sterne für geben. Und haben 2 Assassinenpunkte dafür bekommen. Leider noch nicht genug, um unser Leben weiter aufzupimpen. Aber
erstmal reicht das doch. So, was aber nicht reicht im Moment, sind auf jeden Fall unsere Tränke. Die Tränke sind ja im Moment echt am Limit. Da könnten wir wirklich mal ein bisschen was Nachschub gebrauchen. Ist ja gerade über die Theke da drüber geeiert. So. Ja, Betäubungsbomben haben wir sowieso nicht. Von daher hätte er mit dem Betäuben sowieso nicht funktioniert. Und Geldbeutel. Ja, warum finde ich die denn, wenn ich noch nicht mal die Fähigkeit habe? Munition für Pistole. Können wir auch direkt so voll kaufen. 72 Franken, das ist ja nix. Ist ja Peanuts. Wir haben ja mittlerweile 12.000. Hier drei Medizin kaufen wir auch mal. Also, ja. Zwei gekauft, einen hatten wir noch. Phantomklinge, Berserkerklinge können wir auch mal zwei direkt kaufen. Weil die findet man ja auch relativ selten. Und was für die Guillotinenflinte brauchen wir nicht. Also, wieder mittlerweile gut bestückt. Und das heißt für uns, nächste Mission. Auf dem Weg dorthin, wo geht's denn hin? Ach, wir müssen nach Hause. Mensch, ist es denn die Möglichkeit? Das heißt, hier schnell reisen und erstmal ein bisschen Geld abholen zu Hause. Stand ja, unsere Truhe ist voll. Ich hoffe, die ist auch mittlerweile ein bisschen voller als noch am Anfang. Weil mittlerweile gehören uns ja mehrere Cafés. Wir haben ja die Seppio-Kette eröffnet. Und ja, wächst und gedeiht. Mittlerweile haben wir ja schon 3 Cafés. Ist das nicht toll? Wir erobern bald die ganze Welt. Ähnlich wie Starbucks und McDonald's, weißt du? Nur halt mit Seppio, das ist halt viel cooler. So. Hier wieder auf dem Turm. Können wir wieder runter. Davon haben wir auch hätten wir auch direkt einen Händler gehabt. Zack, den Dieb noch angerempelt. Quasi im Vorbeigehen. Und haben wieder ein Massereignis bekommen. Super. Oh Mensch, so nervig. Aber hier die rote Truhe, die finde ich glaube ich noch ganz interessant, weil ich glaube, das war eine dicke. Und wenn die oben drauf ist, dann ist das ja auch kein Akt, ne? Weil wenn die oben drauf ist, dann ist das meistens eine kleine. Egal. Wir probieren unser Glück hier an der Truhe. Jawohl. Okay, die können wir nicht verfehlen. Aber ganz knapp war es trotzdem noch. Der war schon so langsam, dass ich schon viel zu früh gedrückt habe. 150 gab es dafür. Mensch, doch so viel. Das ist ja quasi so viel wie in der kleinen weißen Kiste hier vorne. Die wir auch noch mitnehmen können. Wacht hier nicht jemand? Anscheinend nicht. Wo ist die denn? Ach, hier hinterm Ponywagen. 100 Franken, auch wieder Cash auf die Hand. Cool, dann können wir nachher unser Haus richtig geil pimpen, ey, weil wir so viel Geld haben. Das war ja beim letzten Mal so ultra teuer. Gehen jetzt noch unsere Truhe einmal leeren. Sind wir in der Küche reingegangen? Hey, lass mich durch! Mann! So, jetzt sagt der Typ mir bestimmt wieder, ja, ich habe einen Brief für euch. Einkommen 104. Jetzt ernsthaft. 104. Und deshalb ich gebe so Schwager, viel Geld dafür aus. Mein Schwager ist übrigens Gärtner. Er lebt in Arcueil. Ja, schön, das dass dein Schwager Gärtner ist. Das interessiert mich ein Scheiß. Das mobbt mich hier voll. Ach ja. Aber das obere Stockwerk, das können wir jetzt hier auch ein bisschen verschönern. Bekommen noch weitere Missionen, also hier. Wir haben bei der Renovierung Café etwas auf dem Dachboden Missionen gefunden. Bringen ja auch vielleicht wieder Geld rein. Oben und seht es euch an. Und haben noch einen kleinen Geheimraum entdeckt. Was ist denn hier in Köln heute los? Die sind alle am Rumballern wie die Beknackten. Ist ja fast wie hier in der Revolution. Ja. Hab ich irgendwas verpasst Nun, oder so? Er sagt, dass er Samen zum halben Preis bekommt.
Gesellschaftsclubs glaube, haben wir schon zwei gekauft. Wird unser Budget schon noch reichen. Missionen sicher, haben wir dann sicher noch keine. Ich treibe nur Konversation. Andenken haben wir auch noch relativ wenig und Renovierung erst 4. Wie wenig bekommst du denn nachher hier? Ich dachte, du bekommst dann eigentlich immer voll viele coole Sachen. Aber nö. So, da hinten ist ein Brief für mich. Schön, guck mal da mal nach. Ist ja langsam hier Ende der Folge, von daher. Jetzt hier noch mit der Mission anfangen, ist ja auch kacke. Gucken wir mal, was hier die 5000 Briefe für mich sagen. Erstmal hinsetzen und Paris, Brief von Elise 23. lesen. September 1788. Okay. Lieber Arnaud, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste ich gebe mir das mal nicht. Ich scroll hier mal ein bisschen durch für euch, damit ihr lesen könnt. Es ist so, lieber Arnaud, die Wiedervereinigung. Ich gestehe, ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Es war schön, dich wiederzusehen. Oh Mann. Klingt aber das könnt ihr auch so einfach mal durchlesen. Und wir jetzt hier gerade mal nicht einmal komplett durchhören. Aber ich finde es schön, dass es mittlerweile vertont ist und nicht komplett selber zu lesen muss. Manchmal fürchtete ich, die Bruderschaft? Naja. Was hast du getan? Ich weiß, wir haben uns nicht im Guten getrennt. Aber, nun aber jetzt zu bist du mal ein Assassin. Mensch, Sau. Schön. Hä, einen Brief haben wir noch. Ich hab doch alle. Liebster Arnaud. Wie komme ich denn jetzt weg? Vielleicht sollte ich Lafreniere nächstes Mal nicht erwähnen. Mensch. Das haben wir jetzt auch. Und wir können auch weiter nach oben. Unser Söller ist weiter ausgebaut. Sehr schön. Mensch, da habe ich 5000 hier oben für ausgegeben. Herrlich. Oh, das sieht aber cool aus. Ach, hier sind dann die Monturen. Erreichen Sie Level 9 und finden Sie die Truhe in Paris. Edward, die haben wir schon. Die Ezio-Montur ist Level 13. Puh, Level 13 ist natürlich nicht ohne. Und die Truhe dazu finden, das ist natürlich nicht schlecht. Und hier brauchen wir, ja, irgendeine tolle App. Super, schön. Holzgliedergruppe, Puppe, was? Achso, dafür müssen wir die Rüstung finden in der Rüstkammer. Einzelsequenz abschließen, dann bekommen wir auch was. Okay. Das haben wir noch nicht. Was haben wir hier? Erreichen Sie Level 6 in den Novizenprofil. Finden Sie das dazugehörige Trüschen. Also hier leveln. Dann kriegt man neue coole Skins. Zwar nicht Rüstung, aber Skins immerhin. Finde ich auch nicht verkehrt. Aber ihr solltet doch noch irgendwie einen coolen Raum geben, oder? Oder war der das schon? Sind wir hier oben in der Bibliothek? Hier gibt es sonst nichts mehr. Och nö. Dafür haben wir jetzt 5000 ausgegeben. Ja, cool. Jetzt haben wir hier oben noch einen Raum, wo wir unsere Rüstung sehen können. Ha, nicht verkehrt, aber naja. Ist hier noch? Ne, hier ist der geheime Raum. Und hier in diesem geheimen Raum gibt es einen geheimen Brief. Und haben einen Datenbankeintrag freigeschaltet. Jetzt ernsthaft, dafür habe ich jetzt wirklich nur einen Datenbankeintrag hier bekommen. Naja, schade. Ich hätte irgendwie mit mehr gerechnet. Dass wir irgendwas Cooleres bekommen noch. Vielleicht wenigstens noch ein Rüstungsteil oder so, das wäre doch. Ja, schön, hier Annos Zimmer. Und dann gehen wir mal langsam, aber sicher. Oh, deine schicke Badewanne. Mann, ey. Noch Klamotten, schöne Bildchen. Was haben wir hier noch für ein Shit? Ach, hier ist unser Fortschritt zu sehen. Wo steht denn unser Rang? Also jetzt der richtige Rang. Können wir noch? Ne, können wir nicht hier sehen. Da können wir anpassen. Hier haben wir den Gesamtfortschritt.
aber sehen leider nicht, welches Level wir hier sind. Schade. Natürlich noch cool gewesen. Aber müssen wieder nach draußen hier. Schön zu unseren Assassinen-Freunden. Geht natürlich wieder hier nach unten. Und ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Und wir sehen uns dann morgen wieder mit dem, was jetzt passiert ist. Das werden die Assassinen, denke ich mal, diskutieren und uns einen auf die Mütze geben, weil wir unsere Freundin gerettet haben und nicht den blöden Oberboss der Templar platt gemacht haben. Den Germain. Naja, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. War doch wieder eine spannende Folge. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dahin, euer Sepp. Tschüss.